Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mal nach langer Zeit wieder mal ein Film über die Bienen. Wir versuchen nochmal jetzt regelmäßig wieder in regelmäßigen Abständen über die Bienen zu berichten. Wir haben heute den 12.01.2018 und wir füttern heute auf, wie wir das jedes Jahr machen. Aber hauptsächlich, was wir in diesem Jahr machen, ist die Topper Hive. Ja, die Hühner, egal. So, die Topper Hive. Wir haben da extra noch Bienen bestellt, dazu kommen wir später mehr drüber. Da wollen wir mal gucken, ob wir da ein bisschen über die Topper Hive berichten. Ja, und heute, auffüttern ist nötig, machen wir jedes Jahr. Viele Imker sagen, das ist Quatsch und Blödsinn, aber wir machen es immer noch. Wir haben immer noch unsere Bienen hier, auch nach sehr langer Zeit. Und wir haben schon einmal aufgefüttert und jetzt machen wir einfach bis circa Ende März, bis die ersten Blümlein sprießen, solange werden wir auffüttern mit Futterteig. So, jetzt gucken wir einfach mal hier. Es werden Bienen hier oben drauf sein. Hier schön unter Kondenswasser. Ja, da sind unsere Bienchen. So, jetzt gibt es wieder neues Leckeres. So. Wir brauchen ungefähr für so ein Schälchen circa eine Woche. Und das nehmen die problemlos ab. Man sieht, hier ist noch ein bisschen, kann man gucken, hier von dem Kondenswasser ist noch ein bisschen Wasser drin. Das heißt, die sind voll in der Brut. Und hier eine Kiste und unser super Volk hier, da ist eine Menge was los. Und die brauchen das jetzt einfach. So, Kiste Nummer 1, fertig. Jetzt gehen wir zur Kiste Nummer 2, machen wir Deckel wieder drauf. Wer jetzt wieder besondere Anliegen hat, wieder einfach alles unter in die Kommentare, immer alles schön unten reinschreiben. Freuen wir uns immer drauf, wenn Kommentare kommen. So, und das nächste Folge. So, und weiter geht's. Nächstes Volk. Das ist unsere gelbe Kiste. Bis jetzt konnte man eigentlich nicht viel vom Winter sprechen. Bis jetzt. Hier scheint aber noch Futterteig drauf zu sein. Hier ist noch ein bisschen Futterteig drin. Machen wir einfach jetzt mal eine neue Dose drauf. Hier kann man schon sehen, hier sind unsere Bienchen. Kann man hier wunderschön sehen. Wieder eine neue. So. Hier kann man noch ein bisschen sehen, ein bisschen Kondenswasser. Also den Bienchen geht es gut. Und wieder verschließen. So, jetzt sind wir bei unserem berühmten Hase-Schwarm. Also das heißt Hase-Selbstversorgerkanal-Schwarm. Den haben wir ja schon seit mehreren Jahren hier stehen. Und den gibt es heute, gibt es immer noch. Wo sind hier unsere Bienchen? Ah, da kommen sie langsam hoch. Hier ist also auch Brut drauf.
Ja, denen geht's auch wunderbar. So, das war's jetzt in dem Sinne für heute wieder mal. Haltet euer Schnabel dahinter. Jetzt habt ihr wieder mal ein Lebenszeichen von uns. Uns gibt's also noch und jetzt wird auch immer weitergehen. Auch wenn wir jetzt mal ein bisschen Pause gemacht haben. In dem Sinne, wir sehen uns bald wieder. Never thought that I would be in this world.